Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Genau, wir werden jetzt erstmal noch kurz was essen, so ein bisschen was. Und dann gehen wir schlafen. So, wir haben ja in der letzten Folge das End ausgenommen. Also ne, eigentlich nicht. Wir haben mal das ganze Tricks gemacht. Genau. Und dann, ja. Was soll ich sagen? Dann, werden wir jetzt heute mal hier weiterbauen. Beziehungsweise, ja. Mach noch kurz ein. Ach, wie heißt das nochmal? Lesepult. Genau, wir machen nochmal Lesepulte. Ist ja Mehrzahl. Ne? Und zwar brauchen wir auf jeder Seite 4. Das heißt, wir brauchen 8 Lesepulte. Ach, so. Als ob es aufgeht. Ja, let's go. Dann gehen wir die kurz platzieren. Und machen oben noch mal kurz ein Feld. Geben den Karotten, damit die sich vielleicht auch schon das erste Mal vermehren. Und dann ja. Passt das. Ich merke zwar gerade, wir hätten nur 7 machen sollen, weil einer sollte ja noch einen Schmelzofen bekommen, heißt das, glaube ich. Ja, genau, und übrigens, so funktioniert das Ganze. So. Kommt der eine Typ dann mit seinem Schmelzofen. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir machen hier einfach Kieswolle. So. Genau, hier hinten vielleicht auch noch ein bisschen ausleuchten, damit hier keine Monster spawnen. Lieber nicht, sehr praktisch. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Als ob ich nicht rausschwimmen kann, hallo? Spiel. Ah, doch, oder jetzt? Oh Gott, ich sterbe hier noch, Alter. Oh Mann. Naja, keine Ahnung, wieso das jetzt nicht geht. Ach. Ja, wisst ihr was? Wir bauen uns jetzt hier einfach raus, Alter. Ich will meine Axt nicht gebrauchen. So. Jetzt reicht's aber. So. Erde. Einmal nicht. Und jetzt Erde. No. Hier brauchen wir auch noch Stein. So, dann passt das. Dann können wir jetzt noch mal kurz hochgehen. So, und ihr zwei. Warte mal. So. Euch mache ich jetzt hier ein Feld. Bitte nicht kaputt machen. Lul hat einen Smaragd in der Hand. Ja, dann können die das. Gegen Karotten? Ja, easy, machen wir. Aha. Was willst du? Okay, warte, ich kaufe mir 6 Brote. Ja, moin, das ist eigentlich übel geil. Komplett euch. Jetzt habe ich leider keine Karotten mehr. Tut mir leid. Erstmal noch kurz einen Apfel. Okay, ja, dann gib die mal, Jungs. Ja, okay, die werden das bestimmt demnächst machen. Ja. Nice, da müssen wir jetzt einen Schmelzofen machen. Wie auch immer man den craftet. Immer an Eisen und Cobblestone. So das Übliche. Würde ich mal sagen. Vielleicht brauchen wir da. Oh, vielleicht brauchen wir da auch einen normalen Ofen, der einfach dann mit anderem Zeugs umrahmt wird. Das ist bei Redstone. Hier Schmelzofen. Eisen und glatter Stein. Toll, Alter. Glatter Stein muss man noch zweimal braten, oder nicht? Haben wir glatten Stein? Wir hatten glatte Steinstufe. Wir haben hier aber auch normale Stein. Haben wir nicht ein bisschen mehr? Schauen wir nicht. Wie Cobblestone brauchen wir dann? Nachher haben wir Cobblestone. Eisen haben wir im Inventar, genau. Und in der Mitte war noch ein Ofen, oder? Müssen noch mal kurz nachgucken. Hier Schmelzofen. Ja, genau. Okay, dann machen wir erstmal. Gut. Entschuldigung. Ein Ofen. So, machen wir jetzt erstmal. Ja, hier die Hälfte. Das passt. Währenddessen
Machen wir gar nichts. Ja, keine Ahnung. Wir könnten. Was können wir denn machen? Eine schwierige Frage. Wir können halt jetzt auch noch nicht das Zeug craften, weil wir noch nicht wissen, was denn der Villager effektiv alles anbietet. An Diamantensachen. So. Nehmen wir das mal noch Rüstung. Werkzeug. Axt könnten wir noch reparieren, wobei. Doch, könnten wir eigentlich schon noch kurz machen. Mann, wir haben jetzt Zeit, wir haben Zeit. So, das kommt alles mal hier rein. Das auch. Gut, das kommt eigentlich nicht hier rein. Der Slab kommt hier rein. Dann eigentlich alles andere. Bis auf was, das kommt auch rein. Bis auf den Ofen, so. Genau. Der Kompass können wir eigentlich auch noch gleich mal versuchen. So, das kommt hier rein. Alter, verzauberter Golden Apple. Wie geht das denn? Ach man. Okay, dann machen wir den Kompass hier mal noch rein. Und jetzt reparieren wir mal unsere Dings-Axt hier, Behutsamkeit-Axt. Und dann werden wir auch die hier brauchen. Genau, das reicht schon. ja. Die Cobblestone brauchen wir noch, glaube ich. Oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ach, Digga. So. Dann versorgen wir noch kurz den Cobblestone. Dann hoffen wir auf einen Villager, der uns da nice Rüstung gibt. Smooth Stone. Ah. Okay, gib uns den mal. Genau, danke. Dann. Du kommst so, das ist so und. Ja, perfekt. Ich glaube, es ist nämlich ein Schmelzofen. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt müssen wir aber noch für die Security. Haben wir noch? Animals. Oh, noch so ganz wenig. Aber das sollte reichen für noch ein paar Slabs. Vielleicht reicht es für 8 Slabs. Ich weiß nicht, wie viele Slabs das man bekommt. Ja, easy. Okay, dann können wir das gleich auch noch ein bisschen safer machen. Damit die uns nicht abhauen. Pass auf, man weiß ja nie. Sieht irgendwie auch so hässlich aus. To be honest. Naja, was soll ich? Okay, hier fällt noch die Treppe, alles klar. Hier auch. Okay. Ist aber anscheinend noch kein Villager gespawnt. Leider. Geht das eigentlich nicht auch so? Doch, so finde ich was schöner, oder? Dann kann man den ins Gesicht gucken. Beim Handeln finde ich so komisch. I don't know. Wusste. ja. Perfekt. So, dann macht doch mal vorwärts, Leute. Ach, hier habt ihr das Feld schon wieder kaputt gemacht. Unglaublich hier, ey. Ey, ich will mit dir nicht handeln. Ich habe zu wenig. Okay. Na komm, zeug doch einfach ein Kind. Ah, jetzt, okay. Genau, perfekt. Was sage ich hier drin? Ach, genau das. Nether Portal. Waren wir schon mal im Nether? Können wir eigentlich kurz einen kleinen Blick. Alter Brick, Alter. Nee, Joe. gehen erstmal zurück. Ja, warte mal. Wir können kurz gucken, ob vielleicht die Dingsfarm funktioniert hat. Wie heißt sie, die Creeper Farm? Bin gespannt. Ich hoffe, die sieht einfach auch so geil aus. Als ob. Die funktioniert ja wirklich. Ich glaube, es ist heavy sprinter. Ah. Als ob, da sind ja schon voll viele gestorben. Die funktioniert halt wirklich. Retalk. Ich hätte nicht gedacht, dass die funktioniert. Das ist insane.
Also so insane ist es eigentlich gar nicht, aber es ist trotzdem insane. Weiß, ob hier was ist. Okay, dann haben wir. Haben wir, oh Gott, Element. Alter! Wir sind fast voll Leder. So, perfekt. Ja, jetzt haben wir Kohle. Kohle können wir gebrauchen. Ja. Ja. Zack. Ja, perfekt. Weil wir leuchten hier halt die Höhle ein bisschen aus, nicht, dass hier die ganze Zeit Monster spawnen. Ist das so beschissen. Dass man das die ganze Zeit hört. Das ist ziemlich nervig. So. Wow. Digga. Jumpscare hoch 10. Let's go, wir haben ihn einfach geholt. Direkt. Okay. So, wo müssen wir jetzt wieder rauf? Ja, hier, genau. Ich habe halt Angst, wenn ich dann hier warten würde. Ach, Digga. Dann so ein Creeper gefahren kommt. dass er sich dann trotzdem sprengt. Das ist ein bisschen risky, aber. Ich bin auch ein bisschen Risk-Taker, oder? Eigentlich nicht. Naja, okay. Immerhin schon ein bisschen Fortschritte gemacht heute. So ein bisschen zumindest. Okay, dann räumen wir doch mal kurz alles aus. Aus hier. So, und hier der Cobblestone, da kommt hier rein. Genau, die Enderpearl und der Rest. Ist das eine Enderpearl? Ja. Kommt hier rein. Gut, dann Leute, macht das mit dieser Folge Minecraft. Abo und Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see as you twist it out?